Zur Illusion des freien Willens. In diesem Schriftwerk versuche ich sowohl philosophisch-rationalistisch als auch naturalistisch die Idee eines freien Willens zu widerlegen. Zudem möchte ich zeigen, dass diese Wahrheit über das menschliche Bewusstsein nicht die Moralität untergräbt, sondern einen klaren Anreiz zum Denken über Empathie und der eigenen Subjektivität gibt. Auf dieses Thema bin ich durch das Debattieren von religiösen Menschen gekommen. Über das Thema das Problem des Bösen. Die Frage nach einem freien Willen berührt nahezu alles, was uns wichtig ist. Das meiste, was in unserem Leben ausgesprochen menschlich ist, scheint davon abhängig zu sein, einander als autonome Personen zu betrachten, die frei wählen können. Wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft den freien Willen zu einer Illusion erklären würde, würde dies einen Kulturkrieg auslösen, der viel kriegslustiger wäre als der, der im Bereich der Evolution geführt wurde. Verbrecher wären ohne freien Willen nichts mehr als schlecht geeichte Uhrwerke, und jede Vorstellung von Gerechtigkeit, um sie zu bestrafen, erscheint völlig unpassend. Und diejenigen, die hart arbeiten, würden ihren Erfolg in keinem tieferen Sinn verdienen. Es ist also kein Zufall, dass die meisten Menschen diese Schlussfolgerung verabscheuen. Es geht um viel. Hauptsächlich will ich zeigen, dass unser Wille nicht von uns selbst gemacht ist. Gedanken und Absichten entstehen aus Ursachen, die wir nicht kennen und über die wir keine bewusste Kontrolle ausüben. Wir haben nicht die Freiheit, die wir zu glauben haben. Entweder wird unser Wille durch vorherige Ursachen bestimmt und wir sind nicht für sie verantwortlich, oder sie sind das Produkt des Zufalls und wir sind auch nicht für sie verantwortlich. Niemand hat jemals eine Art und Weise beschrieben, auf dem mentale und physische Prozesse entstehen können, die die Existenz solcher Freiheit prüfen können. Die populäre Auffassung des freien Willens scheint sich auf zwei Annahmen zu stützen. Erstens, dass jeder von uns sich anders hätte verhalten können, als wie es in der Vergangenheit war. Und zweitens, dass wir die bewusste Quelle der meisten unserer Gedanken und Aktionen in der Gegenwart sind. Später werden wir sehen, dass die beiden Annahmen jedoch fehlerhaft sind. Wir sind uns nur einen winzigen Bruchteil der Information bewusst, die unser Gehirn in jedem Moment verarbeitet. Obwohl wir ständig Veränderungen in unserer Erfahrung bemerken, in Gedanken, Stimmungen wahrnehmen oder Verhaltensweisen und so weiter, sind wir uns der neurophysiologischen Ereignisse, die sie hervorbringen, völlig unbewusst. Tatsächlich können wir sehr schlechte Zeugen sein, um sich selbst zu erleben. Die Absicht, eine Sache und nicht eine andere zu tun, entspringt nicht aus dem Bewusstsein, sondern sie erscheint im Bewusstsein, wie jeder Gedanke oder Impuls, der ihr entgegensteht. Der Physiologe Benjamin Libet nutzte EEG, um nachzuweisen, dass Aktivität im motorischen Kortex des Gehirns etwa 30 Millisekunden bevor eine Person fühlt, sich entschieden zu haben, entdeckt werden kann. Ein weiteres Labor erweiterte diese Arbeit mit fMRT. Die Probanden wurden gebeten, einen von zwei Knöpfen zu drücken, während sie eine Uhr beobachteten, die aus einer zufälligen Buchstabenfolge bestand, die auf einem Bildschirm erschien. Sie berichteten, welcher Buchstabe in dem Moment sichtbar war, in dem sie sich entschieden, den einen oder den anderen Knopf zu drücken. Die Experimentatoren fanden zwei Gehirnregionen, die Informationen darüber erhielten, welchen Knopf subjektive drücken würden, ganze 7 bis 8 Sekunden, bevor die Entscheidung bewusst getroffen wurde. Erst vor kurzem zeigten direkte Aufzeichnungen aus dem Kortex, dass die Aktivität von lediglich 256 Neuronen ausreichte, um mit einer 80-prozentigen Genauigkeit die Entscheidung einer Person, sich zu bewegen, 700 Millisekunden, bevor sie sich dessen bewusst wurde, vorherzusagen. Diese Erkenntnisse sind schwer mit dem Gefühl zu vereinbaren, dass wir die bewussten Autoren unserer Handlung sind. Eine Tatsache scheint jetzt unbestreitbar zu sein. Einige Augenblicke, bevor sie sich dessen bewusst sind, was sie als nächstes tun werden, hat ihr Gehirn bereits bestimmt, was sie tun werden. Sie werden sich dann dieser Entscheidung bewusst und glauben, dass sie gerade dabei sind, diese zu treffen. Ich, als der unbewusste Zeuge meiner Erfahrung, initiiere keine Ereignisse in meinem präfrontalen Kortex mehr, als dass ich mein Herz schlagen lasse. Zwischen den ersten neurophysiologischen Ereignissen, die meinen nächsten bewussten Gedanken entzündet, und dem Gedanken selbst, wird es immer eine gewisse Verzögerung geben.
Und selbst wenn es dies nicht gäbe, kann ich nicht entscheiden, was ich als nächstes denke oder beabsichtige, bis ein Gedanke oder eine Absicht entsteht. Was wird mein nächster Geisteszustand sein? Ich weiß es nicht, es passiert einfach. Wo ist die Freiheit darin? Stellen Sie sich ein perfektes Gerät vor, mit dem wir feinste Veränderungen der Gehirnfunktion erkennen und interpretieren können. Sie könnten eine Stunde lang frei im Labor denken und handeln, um festzustellen, dass die Wissenschaftler, die ihr Gehirn scannen, in der Lage waren, eine vollständige Aufzeichnung dessen zu erstellen, was sie denken und einige Momente vor jedem Ereignis tun würden. Zum Beispiel, genau 10 Minuten und 10 Sekunden nach dem Experiment entscheiden sie sich, ein Magazin von einem nahegelegenen Tisch zu nehmen und zu lesen. Aber das Scannerprotokoll zeigt diesen mentalen Zustand, der in 10 Minuten und 6 Sekunden auftaucht. Und die Experimentatoren wussten sogar, welches Magazin sie wählen würden. Sie würden sich in jedem gegenwärtigen Augenblick frei fühlen. Aber die Tatsache, dass jemand anders ihnen berichten konnte, was sie denken und tun würden, enthüllt dieses Gefühl für das, was es ist. Eine Illusion. Das Gehirn ist ein physikalisches System, das ganz den Naturgesetzen verpflichtet ist. Und es gibt allen Grund anzunehmen, dass Veränderungen in seinem Funktionszustand und seiner materiellen Struktur unser Denken und Handeln völlig bestimmen. Aber selbst wenn der menschliche Verstand aus Seelenzeugs gemacht wäre, würde sich nichts an meinem Argument ändern. Die unbewussten Tätigkeiten einer Seele würden dir nicht mehr Freiheit gewähren als die unbewusste Physiologie deines Gehirns. Wenn du nicht weißt, was deine Seele als nächstes tun wird, hast du keine Kontrolle. Dies gilt offensichtlich in allen Fällen, in denen eine Person wünscht, dass sie sich anders fühlen oder verhalten könnte, als sie es tut. Denken Sie an die Millionen von engagierten Christen, deren Seelen schwul sind. Der freie Wille ist jedoch nicht mehr offensichtlich, wenn eine Person genau das tut, was sie sich im Nachhinein gewünscht hat. Die Seele, die es dir erlaubt, auf Diät zu bleiben, ist ebenso mysteriös wie die, die dich verführt, einen Schokokuchen zu essen. Unser Gefühl des freien Willens resultiert vom Scheitern, dies wertzuschätzen. Wir wissen nicht, was wir zum Beginn vorhaben. Um dies zu verstehen, müssen wir erkennen, dass wir nicht die Autoren unseres Denkens und Handelns sind, wie es die Menschen im Allgemeinen annehmen. Natürlich macht diese Einsicht die soziale Freiheit nicht weniger wichtig. Die Freiheit, das zu tun, was man beabsichtigt, und nichts anderes zu machen, ist nicht weniger wertvoll als je zuvor. Eine Waffe an den Kopf zu haben, ist immer noch ein Problem, das zu beseitigen gilt, wo auch immer die Absichten herkommen. Aber die Vorstellung, dass wir als bewusste Wesen tief verantwortlich sind für den Charakter unseres mentalen Lebens und nachfolgenden Verhaltens, ist einfach unmöglich auf die Realität abzubilden. Überlegen Sie, was es braucht, um tatsächlich einen freien Willen zu haben. Sie müssen alle Faktoren berücksichtigen, die Ihre Gedanken und Handlungen bestimmen, und Sie müssten die vollständige Kontrolle über diese Faktoren haben. Aber hier gibt's ein Paradox, das den Begriff der Freiheit zerstört. Was würden die Beeinflussung beeinflussen? Mehr Einflüsse? Keiner dieser zufälligen mentalen Zustände ist dein wahres Ich. Du kontrollierst nicht den Sturm und du bist auch nicht darin verloren. Du bist der Sturm. In der philosophischen Literatur findet man drei Hauptansätze für das Problem des freien Willens. Determinismus, Libertarismus und Kompatibilismus. Sowohl der Determinismus als auch der Libertarismus halten fest, dass der freie Wille eine Illusion ist, wenn unser Verhalten vollständig durch Hintergrundursachen bestimmt ist. Deterministen glauben, dass wir in einer festgelegten Welt leben, während Libertäre sich vorstellen, dass das menschliche Handeln sich magisch über die Ebene der physischen Ursachen erheben muss. Kompatibilisten behaupten jedoch, dass Deterministen und Libertäre verwirrt sind und dass der freie Wille mit der Wahrheit des Determinismus vereinbart ist. Heutzutage wissen wir, dass Determinismus in jedem für das menschliche Verhalten relevanten Sinne wahr ist. Der freie Wille, den Kompatibilisten verteidigen, ist jedoch nicht der freie Wille, den die meisten Menschen zu haben glauben. Kompatibilisten behaupten allgemein, dass eine Person frei ist, solange sie frei von irgendwelchen äußeren oder inneren Zwängen, die ihn davon abhalten würden, auf seine tatsächlichen Wünsche und Absichten einzugehen.
Aber was bedeutet es zu sagen, dass Vergewaltiger und Mörder ihre Verbrechen aus freiem Willen begehen? Wenn diese Aussage irgendwas bedeutet, dann muss es sein, dass sie sich anders verhalten haben könnten. Zu sagen, dass sie frei waren, nicht zu vergewaltigen und zu morden, heißt zu sagen, dass sie dem Impuls widerstehen könnten, dies zu tun. Unter der Annahme, dass Kriminelle solche Freiheit haben, beschuldigen wir sie für ihre Handlung. Aber ohne sie verschwindet plötzlich der Platz für unsere Schuld, und selbst die schrecklichsten Soziopathen erscheinen wie Opfer. In dem Moment, in dem wir den Ursachenstrom erkennen, in der ihren bewussten Entscheidungen vorausgeht und in die Kindheit darüber hinaus zurückreicht, beginnt ihre Schuld zu verschwinden. Kompatibilisten haben eine umfangreiche Literatur erstellt, um dieses Problem zu lösen, dessen Ergebnis dem Gebiet der Theologie ähnelt. Wenn ein Mann einen Mord begehen will und dies aufgrund dieses Verlangens tut, bezeugen seine Handlungen nach Ansicht von Kompatibilisten seine Willensfreiheit. Dies scheint sowohl aus moralischer als auch aus wissenschaftlicher Sicht einfach stumpf. Menschen haben viele konkurrierende Wünsche. Und einige Wünsche erscheinen selbst für diejenigen, die sich in ihrem Begriff befinden, unerwünscht. Die meisten Menschen werden von vielen miteinander unvereinbaren Zielen und Bestrebungen beherrscht. Sie streben danach, mit dem Rauchen aufzuhören, aber sehen sich auch nach einer weiteren Zigarette. Sie haben Mühe, Geld zu sparen, aber sind auch geneigt, einen neuen Computer zu kaufen. Wo ist die Freiheit, wenn einer dieser widerstreitenden Wünsche unerklärlicherweise über seinen Rivalen siegt? Das Problem des Kompatibilismus geht jedoch tiefer. Wo ist die Freiheit, das zu wollen, was man will, ohne irgendeinen internen Konflikt? Wo ist die Freiheit, vollkommen mit Gedanken, Absichten und nachfolgenden Handlungen zufrieden zu sein, wenn sie das Produkt vorhergehender Ereignisse sind, an denen sie absolut nichts zu schaffen haben? Ich kann meine Wünsche nicht bestimmen oder im Voraus entscheiden. Mein mentales Leben wurde mir einfach vom Kosmos gegeben. Warum habe ich mich nicht entschieden, dieses Schriftwerk anders zu schreiben, über ein anderes Thema? Der Gedanke ist mir nie in den Sinn gekommen. Kann ich das tun, was mir nicht einfällt? Natürlich nicht. Und ich kann meine Wünsche nicht beeinflussen. Ich meine, welche Werkzeuge des Einflusses würde ich nutzen? Andere Wünsche? Schopenhauer sagte einmal, der Mensch kann, was er will. Er kann aber nicht wollen, was er will. Also zu sagen, dass ich es anders gemacht hätte, wenn ich wollte, ist einfach zu sagen, dass ich in einem anderen Universum gelebt hätte, wenn ich in einem anderen Universum gewesen wäre. Kompatibilismus ist nichts anderes als eine Behauptung des folgenden Credos. Eine Marionette ist frei, solange sie ihre Seiten liebt. Kompatibilisten bestehen darauf, dass, auch wenn unsere Gedanken und Handlungen das Produkt unbewusster Ursachen sind, sie immer noch unsere Gedanken und Handlungen sind. Alles, was unser Gehirn tut oder entscheidet, ob bewusst oder nicht, ist etwas, was wir getan oder entschieden haben. Aber produzierst du in diesem Moment rote Blutkörperchen und Verdauungsenzyme? Natürlich macht dein Körper diese Dinge, aber wenn er sich entscheiden würde, etwas anderes zu tun, wärst du das Opfer dieser Veränderung und nicht deren Ursache. Zu sagen, dass du für alles verantwortlich bist, was in deiner Haut vorgeht, weil alles du ist, heißt eine Behauptung zu machen, die keinerlei Beziehung zu den Gefühlen und Handlungsmacht von moralischer Verantwortung hat. 90% der Zellen in deinem Körper sind Mikroben und viele dieser Organismen erfüllen notwendige Funktionen. Sie sind du in einem weiteren Sinne. Fühlst du dich mit ihnen identisch? Wenn sie sich schlecht benehmen, bist du dann dafür moralisch verantwortlich? Menschen fühlen eine Urheberschaft ihrer Gedanken und Handlungen, die illusorisch ist. Und das ist das Problem mit der Kompatibilität. Es löst das Problem des freien Willens, indem es es einfach ignoriert. Zu sagen, dass mein Gehirn entschieden hat, auf eine bestimmte Weise zu denken oder zu handeln und dass dies die Grundlage für meine Freiheit ist, heißt zu sagen, dass die Quelle unseres Glaubens an den freien Willen zu ignorieren. Das Gefühl unbewusster Handlungsfähigkeit. Die Menschen fühlen, dass sie die Urheber ihrer Gedanken und Handlungen sind. Und dies ist der einzige Grund, warum es ein Problem des freien Willens zu geben scheint.
In physischer Hinsicht wissen wir, dass jede menschliche Handlung auf eine Reihe von unpersönlichen Ereignissen reduziert werden kann. Gene werden transkriptiert, Neurotransmitter binden sich an ihre Rezeptoren, Muskelfaser ziehen sich zusammen und so weiter. Aber für unseren gesunden Menschenverstand, den menschliche Handlungsfähigkeit und Moral zu vertreten haben, scheint es, dass unsere Handlungen nicht nur gesetzmäßige Produkte unserer Biologie sind. Folglich hoffen einige Wissenschaftler und Philosophen, dass Zufall oder Quantenunschärfe Raum für den freien Willen schaffen können. So hat der Biologe Martin Heisenberg beobachtet, dass bestimmte Prozesse im Gehirn, wie das Öffnen und Schließen von Ionenkanälen und die Freisetzung von synaptischen Vesikeln, zufällig auftreten und daher nicht von Umweltreizen bestimmt werden können. So kann ein großer Teil unseres Verhaltens als wirklich selbstgeneriert betrachtet werden. Und darin liegt, wie er sich vorstellt, eine Grundlage für die menschliche Freiheit. Aber wie rechtfertigen solche Ereignisse das Gefühl des freien Willens? Wenn meine Entscheidung, diesen Nachmittag Klavier zu spielen, auf eine zufällige Freisetzung von Neurotransmittern zurückzuführen war, wie konnte dann die Unbestimmtheit des auslösenden Ereignisses als die freie Ausübung meines Willens gelten? Zufallsereignisse sind per Definition diejenigen, für die ich keine Verantwortung übernehmen kann. Wie würden mich neurologische Hinterhalte dieser Art frei machen? Stellen Sie sich vor, wie Ihr Leben aussehen würde, wenn all Ihre Handlungen, Absichten, Überzeugungen und Wünsche auf diese Weise zufällig erzeugt werden. Sie würden kaum einen eigenen Verstand haben. Sie würden so leben wie einer, der von einem inneren Wind umweht wird. Handlungen, Absichten, Überzeugungen und Wünsche können nur in einem System existieren, das durch Verhaltensmuster und die Gesetze der Reizantwort stark eingeschränkt. Die Unbestimmtheit der Quantenmechanik bietet schlichtweg keinen Halt. Sie beschreiben Zustände von Elementarteilchen wie Elektronen in der Planck-Skala, finden jedoch keine Anwendung in im Vergleich sehr großen Systemen wie Neuronen und Synapsen. Quanteneffekte sind auf keinen Fall biologisch auffällig. Sie spielen zwar eine Rolle in der Evolution, weil kosmische Strahlen und andere hochenergetische Teilchen Punktmutationen der DNA verursachen. Die Evolution scheint da im Prinzip unvorhersehbar zu sein. Aber nur wenige Neurowissenschaftler sehen das Gehirn als Quantencomputer an. Und selbst wenn es so wäre, würde die Unbestimmtheit der Quanten nichts dazu beitragen, den Begriff des freien Willens wissenschaftlich verständlich zu machen. Wenn der Determinismus wahr ist, ist die Zukunft festgelegt. Und dies schließt alle unsere zukünftigen Geisteszustände und unser nachfolgendes Verhalten mit ein. Und in dem Maße, in dem das Gesetz von Ursache und Wirkung dem Indeterminismus unterliegt, können wir für das, was geschieht, keine Anerkennung nehmen. Es gibt keine Kombination dieser Wahrheiten, die mit dem populären Begriff des freien Willens vereinbar scheint. Wie wir sehen werden, kann die Unterscheidung zwischen freiwilligen und unabsichtlichen Handeln und damit unsere wichtigsten moralischen und rechtlichen Bedenken bewahrt werden, während die Idee des freien Willens ein für alle Mal verbannt wird. Bestimmte Bewusstseinszustände scheinen automatisch außerhalb der Sphäre unserer Absichten zu erstehen. Andere scheinen selbstgeneriert und unserem Willen unterworfen. Wenn ich das Geräusch von explodierenden Silvesterraketen, welche in der Nachbarschaft einige Wochen zu früh gezündet wurden, höre, trifft es mein Bewusstsein. Ich habe es nicht zustande gebracht, und ich kann es nicht nach Belieben stoppen. Ich kann versuchen, den Klang aus meinem Gedanken zu verdrängen, indem ich mich auf etwas anderes konzentriere. Und diese Handlung, die Aufmerksamkeit zu lenken, fühlt sich anders an, als nur einen Ton zu hören. Ich mache es. In gewissen Grenzen scheine ich zu wählen, worauf ich achte. Das Geräusch dringt ein, aber ich kann im nächsten Augenblick die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und es anderswo hinziehen. Dieser Unterschied muss teilweise dem gefühlten Sinn erzeugen, dass es ein bewusstes Selbst gibt, das mit Willensfreiheit ausgestattet ist. Wie wir jedoch bereits gesehen haben, entsteht dieses Gefühl der Freiheit aus unserer momentanen Ignoranz gegenüber den vorherigen Ursachen unserer Gedanken und Handlungen. Der Ausdruck freier Wille beschreibt, wie es sich anfühlt, sich mit bestimmten mentalen Zuständen zu identifizieren, wenn sie im Bewusstsein auftauchen. Gedanken wie, was soll ich als nächstes kaufen?
Ah, ich weiß es, ein Mozzarella-Brötchen. Und dann gehe ich in die Stadt und esse da Mittag. Solche Gedanken vermitteln die scheinbare Realität frei wählbarer Entscheidungen. Aber aus einer tieferen Perspektive, sowohl objektiv als auch subjektiv, entstehen Gedanken einfach ungeschrieben und schreiben doch unsere Handlung. Dies bedeutet nicht, dass unbewusste Wahrnehmung und deliberatives Denken keinen Zweck erfüllen. Tatsächlich hängt viel von unserem Verhalten von ihnen ab. Und wir wissen, dass die Gehirnsysteme, die uns erlauben, unsere Erfahrungen zu reflektieren, sich von denen unterscheiden, wenn wir automatisch auf Reize reagieren. Wie viele darauf hingewiesen haben, verwechseln Menschen üblicherweise Determinismus mit Fatalismus. Daraus ergeben sich Fragen wie, wenn alles bestimmt ist, warum sollte ich etwas tun? Warum nicht einfach zurücklehnen und sehen, was passiert? Aber das ist pure Verwirrung. Sich zurückzulehnen und zu sehen, was passiert, ist in sich selbst eine Entscheidung, die ihre eigenen Konsequenzen haben wird. Es ist auch extrem schwierig zu tun. Versuch einfach den ganzen Tag im Bett zu bleiben und darauf zu warten, dass etwas passiert. Du wirst dich von dem Impuls angegriffen fühlen, aufzustehen und etwas zu tun, was zu unternehmen, und das einfach Anstrengung erfordern wird, um Widerstand zu leisten. Irgendwann wird der Impuls sogar so hoch, dass es schwieriger wird, dem Impuls zu widerstehen, als einfach irgendwas zu machen. Und die Tatsache, dass unsere Entscheidungen von früheren Ursachen abhängen, bedeutet nicht, dass sie nicht wichtig ist. Hätte ich nicht beschlossen, dieses Schriftwerk zu schreiben, hätte es sich nicht von selbst geschrieben. Meine Wahl, es zu schreiben, war ohne Zweifel der Hauptgrund für seine Entstehung. Entscheidungen, Absichten, Bemühungen, Ziele, Willenskraft und so weiter sind kausale Zustände des Gehirns, die zu bestimmten Verhaltensweisen führen und Verhaltensweisen führen zu Ergebnissen in der Welt. Aber die nächste Entscheidung, die du triffst, wird aus der Dunkelheit früherer Ursachen hervorgehen, die du, der bewusste Zeuge deiner Erfahrung, nicht hervorgebracht hast. Aus der Perspektive deines bewussten Gewahrseins bist du nicht mehr verantwortlich für das Nächste, was du denkst und deshalb auch tun wirst, als für die Tatsache, dass du in diese Welt geboren wurdest. Wenn du auf dein inneres Leben achtest, wirst du bemerken, dass das Entstehen von Entscheidungen, Bemühungen und Absichten ein grundlegend rätselhafter Prozess ist. Ja, du kannst dich für eine Diät entscheiden, aber du kannst nicht wissen, warum du endlich in der Lage warst, an dieser Disziplin festzuhalten, wo all deine vorherigen Versuche gescheitert sind. Du hast keine Kontrolle über deinen Verstand, weil du als bewusste Kraft nur ein Teil deines Verstandes bist, der anderen Teilen zur Gnade liegt. Du kannst tun, für welche Tat du dich entscheidest, aber du kannst nicht entscheiden, für welche Tat du dich entscheidest. Es ist also nicht so, dass Willenskraft nicht wichtig ist. Du kannst dein Leben und dich selbst durch Anstrengung und Disziplin verändern, aber du hast die Fähigkeit und Anstrengung und Disziplin, die du in diesem Moment hast. Du hast entweder Glück oder nicht, und du bist nicht dein Glückes Schmied. Du kannst deinen Verstand nicht bauen. Du hast deinen Verstand auch nicht gebaut. Und in Momenten, in denen es scheint, als würdest du deinen Verstand bauen, sind die einzigen Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen, diejenigen, die du aus vergangenen Momenten geerbt hast. Entscheidungen sind zwar wichtig, aber ich kann nicht wählen, was ich wähle. Und selbst wenn es so scheint, dass ich es tue, habe ich nicht die Wahl zu entscheiden, was ich wähle. Es gibt hier einen Regress, der immer in der Dunkelheit endet. Ich muss einen ersten oder letzten Schritt aus Gründen machen, die unergründlich bleiben müssen. Viele denken, dass Willensfreiheit gleichbedeutend mit der Idee ist, dass man anders hätte handeln oder denken können. Zu sagen, dass ich anders hätte tun können, ist jedoch nur zu denken, ich hätte es anders machen können, nach fast allem Möglichen, das ich soeben getan habe. Was ich als nächstes machen werde und warum, verbleibt im Grunde ein Geheimnis, das vollständig durch den früheren Zustand des Universums und den Naturgesetzen bestimmt ist. Eine der erfrischendsten Ideen aus dem Existenzialismus ist, dass wir die Bedeutung unseres Lebens frei interpretieren können. Du kannst das Wiederholen eines Jahrgangs als Versagen betrachten
Oder als ein Umstand, der dich dazu brachte, auf eine Weise, dich auf eine Weise zu entfalten, die für dein zukünftiges Glück entscheidend war. Erfordert diese Interpretationsfreiheit den freien Willen? Nein. Es deutet lediglich darauf hin, dass unterschiedliche Denkweisen unterschiedliche Konsequenzen haben. Manche Gedanken sind deprimiert und entmutigend, andere inspirierend. Wir können jede Gedankenrichtung verfolgen, die wir wollen. Aber unsere Wahl ist das Produkt früherer Ereignisse, die wir nicht hervorgebracht haben. Nimm dir einen Moment Zeit, um über den Kontext nachzudenken, in dem du deine nächste Entscheidung treffen wirst. Du hast deine Eltern oder die Zeit und den Ort deiner Geburt nicht ausgewählt. Du hast dein Geschlecht oder die meisten deiner Lebenserfahrungen nicht ausgewählt, die aber wiederum dich so geprägt haben, wie du bist. Du hattest keinerlei Kontrolle über dein Genom oder die Entwicklung deines Gehirns, was jedoch dich zu dich macht. Und jetzt trifft dein Gehirn Entscheidungen auf der Grundlage von Vorlieben und Überzeugungen, die im Laufe deines Lebens darin hineingehämmert wurden. Du wirst einfach das tun, was du tun wirst, und es ist sinnlos zu behaupten, dass du etwas anderes hätten tun könntest. Wenn wir Menschen also als neuronale Wettermuster betrachten, wie können wir über richtig und falsch oder gut und böse sprechen? Was bedeutet es, Verantwortung für eine Tat zu übernehmen? Betrachten Sie zum Beispiel die folgenden Fälle menschlicher Gewalt. Fall Nummer 1. Ein erwachsener Mann, der von wundervollen Eltern großgezogen und nie missbraucht worden war, hat absichtlich eine junge Frau, die er nie getroffen hat, nur aus Spaß erschossen. Fall Nummer 2. Ein erwachsener Mann, der von wundervollen Eltern großgezogen und nie missbraucht worden war, hat absichtlich eine junge Frau, die er nie getroffen hatte, nur aus Spaß erschossen. Aber eine MRI-Untersuchung des Gehirns des Mannes zeigte einen Tumor von der Größe eines Golfballs in seinem medialen präfrontalen Kortex. Das ist eine Region, die für die Kontrolle von Emotionen und Verhaltensimpulsen verantwortlich ist. In jedem Fall starb eine junge Frau, und ihr Tod war jeweils das Ergebnis von Ereignissen, die im Gehirn eines anderen Menschen auftraten. Der Grad der moralischen Empörung hängt jedoch von den jeweils beschriebenen Hintergrundbedingungen ab. In Fall Nummer 1 gab es keinen Missbrauch und das Motiv kennzeichnet den Täter als Psychopathen. Fall Nummer 2 beinhaltet dasselbe psychopathische Verhalten, Motiv, aber ein Gehirntumor verändert die Moralrechnung ganz und gar. Er ist ein Opfer seiner eigenen Biologie und wir brauchen keine Illusion zu haben, um zu erkennen, dass bestimmte Personen gefährlich sind. Bestimmte Kriminelle müssen eingesperrt werden, um zu verhindern, dass sie andere Menschen verletzen. Die moralische Rechtfertigung dafür ist weitaus simpel. Alle anderen wären somit besser dran. Und durch den Verzicht auf die Illusion des freien Willens können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Bestimmte moralische Intuitionen entspannen sich jedoch in dem Moment, indem wir ein umfassenderes Bild der Kausalität berücksichtigen. Sobald wir erkannt haben, dass selbst die schrecklichsten Raubtiere in einem sehr realen Sinn darin Pech haben, wie sie sind, beginnt die Logik, sie zu hassen, im Gegensatz sie zu fürchten, äußerst unsinnig. Warum verändert der Gehirntumor im Fall 2 unsere Sicht auf die Situation so dramatisch? Sowohl der Tumor als auch seine Auswirkungen scheinen zufällig zu sein und der Täter scheint ein reines Opfer der Biologie zu sein. Wenn wir seinen Zustand nicht heilen können, müssten wir ihn natürlich immer noch einsperren, damit er keine weiteren Verbrechen begeht. Aber wir würden ihn weder hassen noch als böse verurteilen. Hier ist eine Front, an der ich glaube, dass sich unsere moralischen Intuitionen ändern müssen. Je mehr wir den menschlichen Geist in kausalen Begriffen verstehen, desto weniger wird es zwischen den Fällen 1 und den Fällen 2 zu unterscheiden. Diese Straftäter im Todestrakt haben eine Kombination aus schlechten Genen, schlechten Eltern, schlechten Umgebungen und so weiter. Für welche dieser Aspekte waren sie aber genau verantwortlich? Kein Mensch ist für seine Gene oder seine Erziehung verantwortlich, dennoch haben wir allen Grund zur Annahme, dass diese Faktoren seinen Charakter bestimmen.
Um zu sehen, wie sehr sich unsere moralischen Intuitionen ändern müssen, überlegen Sie, was passieren würde, wenn wir ein Heilmittel für Boshaftigkeit entdecken würden. Stellen Sie sich vor, dass jede relevante Veränderung im menschlichen Gehirn jetzt billig, schmerzlos und sicher durchgeführt werden könnte. Das Heilmittel könnte wie Vitamin D direkt in die Nahrungsversorgung gesteckt werden. Boshaftigkeit würde lediglich zu einem Mangel an Nährstoffen werden. Betrachten Sie jetzt den Akt, einem Mörder das Heilmittel gegen das Böse als Teil seiner Strafe zu verweigern. Würde das irgendeinen Sinn machen? Was könnte es bedeuten zu sagen, dass eine Person es verdient, dieser Behandlung vorenthalten zu haben? Würde er noch für sein Handeln verantwortlich sein? Wäre es sinnvoll, dem Mann im Fall 2 eine Operation als Bestrafung zu verweigern, wenn wir wüssten, dass der Gehirntumor die eigentliche Ursache seiner Gewalttätigkeit ist? Natürlich nicht. Die Folgen davon scheinen unausweichlich. Der Drang nach Vergeltung hängt davon ab, dass wir die Ursachen menschlichen Verhaltens nicht sehen. Trotz unserer Verbundenheit mit dem Begriff des freien Willens wissen die meisten von uns, dass Störungen des Gehirns die besten Absichten des Geistes überwinden können. Diese Veränderung des Verständnisses repräsentiert den Fortschritt hin zu einer tieferen, beständigeren und mitfühlenderen Sichtweise unserer gemeinsamen Menschheit. Nur wenige Konzepte bieten einen größeren Spielraum für die Grausamkeit des Menschen als die Vorstellung einer unsterblichen Seele, die unabhängig von allen materiellen Einflüssen ist, von Genen bis zu ökonomischen Systemen. In einem religiösen Rahmen unterstützt der Glaube an den freien Willen die Vorstellung von Sünde, was nicht nur eine harte Strafe in diesem Leben zu rechtfertigen scheint, sondern auch eine ewige Strafe im nächsten. Und ironischerweise besteht eine der Befürchtungen, die unserer wissenschaftlicher Fortschritt mit sich bringt, darin, dass ein vollständiges Verständnis von uns entmenschlicht. Menschen als Naturphänomene zu betrachten, muss unserem System der Strafjustiz aber nicht schaden. Wenn wir Erdbeben und Hurricanes für ihre Verbrechen einsperren könnten, würden wir auch Gefängnisse für sie errichten. Klar, aber die Logik, Menschen zu bestrafen, wird zunichte gemacht. Es sei denn, die Bestrafung ist ein wesentlicher Bestandteil von Abschreckung oder Rehabilitation. Wir sind sehr geneigt, die Menschen als Urheber ihrer Handlung wahrzunehmen, sie für das Unrecht, das sie tun, verantwortlich zu machen. Und das Gefühl, dass diese Übertretungen bestraft werden müssen. Die einzige Strafe, die angemessen erscheint, besteht häufig darin, dass der Täter eines Verbrechens sein Leben erleidet. Die Verbindung zwischen freiem Willen und moralischer Verantwortung lässt sich unter anderem dadurch betrachten, dass wir diese Eigenschaft im Allgemeinen nur im Hinblick auf Handlungen, die durch Strafe verhindert werden können, den Menschen zuordnen. Ich kann sie nicht für Verhalten verantwortlich machen, die sie unmöglich kontrollieren können. Wenn wir das Niesen zum Beispiel illegal machen, verstoßen manche Menschen gegen das Gesetz, egal wie schwerwiegend die Folgen sind. Ein Verhalten wie Entführung scheint jedoch bei dem Zug bewusste Überlegung und anhaltende Anstrengung zu erfordern. Daher sollte es Abschreckung zulassen. Wenn die Androhung der Bestrafung dazu führen könnte, dass sie aufhören, das zu tun, was sie tun, fällt ihr Verhalten direkt unter die konventionellen Vorstellungen von freien Willen und moralischer Verantwortung. Es mag wahr sein, dass eine strenge Bestrafung notwendig ist, um bestimmte Verbrechen zu verhindern. Aber die Menschen aus rein pragmatischen Gründen zu bestrafen, würde sich sehr von dem Ansatz unterscheiden, den wir derzeit verfolgen. Eine Vielzahl von menschlichen Verhaltensweisen kann durch Strafen und Anreize verändert werden. In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, den Menschen Verantwortung zuzuweisen. Es kann sogar unvermeidlich sein. Viele scheinen absolut kein Bewusstsein dafür zu haben, wie glücklich man einfach sein muss, um irgendetwas im Leben zu erreichen, egal wie hart man arbeitet. Man muss Glück haben, um überhaupt arbeiten zu können, in der Lage zu sein.
Natürlich müssen wir Menschen dazu ermutigen, nach besten Kräften zu arbeiten und Schwarzfahrer auch ermutigen, entmutigen, wo immer wir können. Und es ist weise, die Menschen für ihr Handeln und Verantwortung zu ziehen und zur Verantwortung zu ziehen, wenn dies ihr Verhalten beeinflusst und der Gesellschaft Nutzen bringt. Das heißt aber nicht, dass wir von der Illusion des freien Willens aufgesogen werden müssen. Wir müssen nur anerkennen, dass Anstrengungen wichtig sind und dass sich Menschen ändern können. Wo sich Menschen ändern können, können wir dies verlangen. Wo keine Veränderung möglich ist oder auf Forderungen nicht reagiert wird, können wir einen anderen Kurs festlegen. Indem wir uns und die Gesellschaft verbessern, arbeiten wir direkt mit den Kräften der Natur. Denn es gibt nichts anderes als die Natur, mit der man arbeiten kann. Nicht nur ist die Idee des freien Willens im Widerspruch zur Natur der Realität, in der wir leben, sondern sie macht auch unter der Einannahme einer Schöpferfigur, die uns angeblich mit einem freien Willen bereichert haben solle, nicht viel Sinn. Ein allwissendes Wesen würde alles wissen, inklusive unsere Gedanken und die Zukunft, sonst wäre es nicht allwissend. Aber wenn unsere Gedanken und die Zukunft bereits bekannt sind, wie können wir dann einen freien Willen haben? Und wie können wir einen freien Willen haben, wenn alles auch noch Teil des Plans von diesem Gott sein soll? Zum Fazit ist es zwar offensichtlich, dass das Gefühl unserer eigenen Freiheit existiert, aber es resultiert daraus, dass wir nicht darauf achten, genau darauf achten, wie es ist, wir zu sein. In dem Moment, in dem wir aufpassen, kann man erkennen, dass der freie Wille nirgendwo zu finden ist und unsere Erfahrung mit dieser Wahrheit vollkommen vereinbar ist, sogar im subjektiven Sinne. Wir sind nicht die Autoren, sondern die bewussten Zeugen unserer Gedanken, welche im Bewusstsein aus einer Dunkelheit von Kausalitäten auftreten und auch zur Aktion führen. Dann werden wir uns dieser bewusst und denken, wir haben sie selbst hervorgerufen. Und das ist der Knackpunkt, wo die Illusion des freien Willens auftritt. Das mag erstmals für manche Menschen deprimierend klingen. Es scheint uns etwas wegzunehmen. Und das tut es auch. Es entfernt eine egozentrische Sicht des Lebens. Aber ich denke, das kann enorm befreiend sein. Wir sind miteinander und mit unserer Vergangenheit verbunden. Wir sind Teil eines Systems. Und daher ist es wichtig, was wir tun. Sie können keine Anerkennung für ihre Talente nehmen, aber es ist wichtig, diese zu nutzen und weiter zu erweitern und auszubilden. Sie können nicht wirklich für ihre Schwächen verantwortlich gemacht werden, aber es ist wichtig, dass sie korrigiert werden. Stolz und Schande machen letztlich nicht viel Sinn, aber sie haben sowieso nicht Spaß gemacht. Das sind isolierende Emotionen. Es ist sinnvoll, ihr Leben und das Leben anderer zu verbessern. Mitgefühl macht Sinn, aber die Vorstellung, dass wir als bewusste Wesen zutiefst für den Charakter unseres eigenen Verstandes verantwortlich sind, lässt sich einfach nicht auf die Realität abbilden. Und wenn wir uns von der Realität leiten lassen wollen, denke ich, dass sich unsere Ansichten zu dem Thema ändern müssen. Vielen Dank fürs Zuhören und zum Ende würde ich noch gern ein Zitat von Albert Einstein vorlesen, nämlich als er im Jahre 1931 befragt wurde zum Thema des freien Willens, was er dazu sagte. Er sagte Folgendes: Wenn der Mond bei der Vollendung seines ewigen Weges um die Erde mit Selbstbewusstsein begabt wäre, würde er sich vollkommen überzeugt fühlen, dass er seinen eigenen Weg von selbst aus unternimmt. Den Download-Link zu der Textdatei dieses Schriftwerkes habe ich in der Beschreibung verlinkt. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und es wäre sehr nett, wenn du dieses Video mit anderen teilen würdest. Im Namen der Bildung und Aufklärung.